Ja, hallo und moin moin Leute. Ich habe hier ein Tool geschickt gekriegt. Kostet glaube ich 25 Euro oder so bei Amazon. Ich hatte dazu auch schon mal ein kleines Video gemacht, habe ich aber nicht online gepackt oder sowas. Ich hatte das Ding mal zweimal mit auf Tour, oder was heißt auf Tour, aber als ich los war. Und ein, zwei Sachen habe ich auch schon davon getestet, die nicht so gut waren. Jeder kennt wahrscheinlich diese Säge. Aber die ist jetzt ein Müll. Das ist halt einfach nur zwei so eine Ösen mit diesem Sägedraht da drauf. Und ist gleich beim ersten Mal durchgerissen. Ich zeige euch jetzt mal, was hier alles drin ist. Was gut ist, was nicht gut ist. Und ja, am besten kommt ihr mal ein Stück runter. Die Box kommt an. Wasserdicht ist sie, glaube ich, nicht, weil hier ist keine Gummidichtung oder sowas drin. Ja, ist gepolstert. Dann haben wir zuerst so eine Rettungsdecke drin. Stehen auch die Maße drauf. 1,30 x 2,10 Meter. Also reicht, um sich damit zuzudecken. Dann dieses Kartentool, was glaube ich jeder kennt. Dann haben wir eine Signalpfeife. Relativ, ich sag mal, günstig verarbeitet. Nur so ein bisschen reingefräst. Wie kann man das sehen? Funktioniert aber nicht so gut wie andere Pfeifen. Dann ist da ein Messer mit bei. Da ist natürlich nicht 42A konform durch den Pin da oben. Wir haben hier einen Gordschneider dabei, der allerdings gerade runter geht. Ich kenne das, dass sie immer ein bisschen angewinkelt sind. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Hinten ist ein Glasbrecher bei. Dann haben wir hier noch diesen Wellenschliff bei, um damit vielleicht auch irgendwie ja, ein Seil durchzuschneiden oder ähnliches. Das oben ist, glaube ich, ein Flaschenöffner. Das da. Es ist nicht wirklich scharf, aber auch nicht stumpf. Also es reicht auf jeden Fall. Man könnte das nachschärfen. Hier steht auch nicht drauf, was das für ein Stahl ist und sowas. Es ist ein Gürtelclip mit bei. Dann haben wir den typischen Fire Steel. Dann haben wir den Schaber dazu, der in meinen Augen nichts taugt, der Schaber. Das ist irgendwie, ja, der hat keine scharfe Kante, gar nichts. Und egal wie man macht, das funktioniert nicht. Dann mache ich das lieber mit dem Messer und dem Wellenschliff, wo einen eigentlich immer das Herz blutet, wenn man diesen Wellenschliff nutzt, um irgendwie einen Schaber zu. Dann funktioniert das auch. Aber ist natürlich nicht gut oder die optimale ja, Machart hier für so ein Messer. Dann kommt da eine Taschenlampe mit. Jeder kennt die wahrscheinlich. Man kann den Kreis auch fokussieren. Da kann man jetzt wahrscheinlich nicht sehen. Ich zeig das mal hier. Zack. Da so ein kleiner Punkt. Und dann hier halt einen großen Lichtkegel. Kommt ohne Batterie an. Ist auch nochmal so ein kleiner Nachteil, glaube ich. Ja. Reicht, sag ich mal. Und ein Kubutan kommt mit. Kugelschreiber ganz normal. Dann noch ein ziemlich spitzer Glasbrecher. Nicht gut in der Hand, was mich vielleicht nur stört beim Kubutan, dass man, man hält ihn ja eigentlich so mit dem Daumen oben als Sicherung. Und dann ist das oben ziemlich spitz und wenn ich ihn umdrehe, ist das natürlich noch spitzer. Also ja. Hätte man vielleicht irgendwie anders regeln können, dass man vielleicht die Spitze, wo der Kugelschreiber rausguckt, ein bisschen abstumpfen könnte. Und das ist halt die Schatulle. Dabei war noch so ein Survival-Armband-Tool. Kennt ja glaube ich auch jeder, diese Paracord-Armbänder. Im Großen und Ganzen, ich weiß jetzt nicht, also ich habe jetzt keine Erfahrung mit anderen ja, diese Survival-Kits, aber tun sich alle nichts. Also, vom Preis her nicht und von der Qualität her nicht. Das ist halt alles nichts Dolles und so. Ich glaube, man kommt auch besser bei weg, wenn man sich selber einfach nur so eine Schatulle holt und man stellt sich sein Kit selber zusammen, um dann halt auch richtig, dass man sich auf seine Ausrüstung verlassen kann, wenn es mal wirklich hart auf hart kommen sollte. Hier in Hamburg natürlich eher weniger, aber wenn ich jetzt irgendwo im Schwarzwald oder so wandern bin und ich habe nichts mit außer dieses Tool, dann ist es natürlich besser als gar nichts. Aber ich hätte lieber was dabei, wo ich mich drauf verlassen könnte. Ja, und es ist immer so eine Fummelarbeit, alles wieder so reinzukriegen, dass man das ganze Ding auch wieder zukriegt. Gucken wir mal, ob wir das hier hin
bekommen. Taschenlampe. Passt der Stift wieder nicht. Zack. Das ist die Marke Stocker oder Stöcker. Ist eine, ich glaube, das war eine italienische Marke. Gibt es auch bei Amazon. Ich packe unten mal den Link in die Videobeschreibung rein. Wenn ihr Fragen habt zum Tool, dann gerne fragen. Ja, das war nur so ein kurzer, kleines Video. Nur mal zu zeigen, dass es sowas gibt und was ich davon halte. Also, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.